Moin Leute, zurück bei Destiny 2 mit dem Eisenbanner, Legionsschlucht hier die Map. Ja, mal schauen, wie toll das hier gleich wird. Wahrscheinlich nicht so toll, weil die Map mag ich nicht. Und ja, 6 vs 6 ist doch schon ein bisschen was anderes. Weil, wenn einer eine Super hat und die anderen gerade nicht, dann haut er alle weg. Das ist schon richtig krass. Wichtig ist natürlich auch Punkte einnehmen, ne? Das ist Kontrolle. Viele Teammates vergessen das. Ich habe jetzt 2 Spiele gemacht, das ist mein drittes. Und ja, bei den Spielen vorher war es so, dass die Teammates es einfach irgendwie ignoriert haben und einfach irgendwo gecampt haben und die Leute weggeschnappt haben. Aber das bringt dann nichts, weil ohne diese Punkte hier, ohne die Kontrolleinnahme, bringt das halt einfach alles nichts. Das ist halt total dämlich. Wow, wow, wow. Müssen wir kurz gucken, was überhaupt die Herausforderungen. Besiege 10 Gegner, während du mindestens 2 Zonen kontrollierst. Okay. Das ist der Hoffnung. Zone B erobert. Du hast den Zonenvorteil. So, Concentration natürlich hier stark, ne? Weil PvP ist ja noch anstrengender als PvE. Zumindest im Moment. Wird sich das ja auch immer mal ändern. Du hast Zone A erobert. Moment, du hast den Zonenvorteil. Oh, der ist angeschossen von hinten. Wo sind meine Teammates? Schießt ihn, schießt ihn. Genau, so geht das doch. Gut, fein, fein gemacht. Wie gesagt, wichtig ist wirklich, diese blöden Kontrollpunkte einzunehmen. Alles andere ist eigentlich sub wichtig. Zone C verloren. Das ist nicht so gut. Soll ich in der C? Ob da welche campen? Wahrscheinlich ja. Ruge jetzt Geschenk regelt. Punkt einnehmen, Punkt einnehmen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Du hast Zone B erobert. So. Du hast den Zonenvorteil. Ich habe eigentlich ganz schön gefailt gerade. Oh, super. Verdammt, verdammt, verdammt. Uiuiuiuiui. Gar nicht so einfach, wie man denkt. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Mir ist, wie gesagt, 6 Spielern gegen 6 ist doch eine andere Sache hier. Ist eine andere Hausmarke. Das kostet mich nicht schwer, Muni. Danke. Willst du nicht mal wegschießen? Okay, dann nehme ich dann deine schwere Muni. Danke dafür. So, jetzt haben die B eingenommen wieder. Okay, das ist nicht so gut. Hier zu B hin. Du hast den Zonenvorteil. Ja, Mann. Zonenvorteil. Sehr schön. Oh, hier ist irgendwo einer. Nicht nur einer, sondern mehrere. Oh. Na, das war ja fehl. Schön den Raketenwerfer vorbeigeschossen. Da, die Rakete sozusagen. Oh, Mann. Passiert. So, ich brauche Kills, Kills, Kills. Ohne Kills läuft hier nichts. Oh, schwere Muni kommt gleich wieder. Die kommt anscheinend auch schneller wieder. Gut, er nimmt die. Ja, was er ist da, kann er die auch haben. Oh, oh. Der kommt hier auch immer her, ne? Der Lümmel, ja. Oh. Warte mal, das ist ja auch ready. Gut gemacht. Ich mach mal raus. Nicht mit weniger zufrieden. Ja! Bester Move! Bester Move hier am Start von mir. Das muss sein. Da sind wir dabei. Alle freuen sich, alle sagen yay. Ich sag oh. Ja, läuft doch. Aber sonst läuft das Spiel bis jetzt ganz gut. Wenn wir so halten, super Sache. Wenn nicht, Pech. Einfach nur Pech. Ja, oh, also super rausgehauen, alles klar. Boah. Hab ich einen erwischt? Ja, habe ich. Gut. So. Meilenstein erledigt, die Herausforderung täglich erledigt. Das gibt halt insgesamt, glaube ich, noch 15 Tokens extra. Schon mal sehr gut und auch ganz viel Glimmer. Also auf jeden Fall mal machen. Oder probieren zu erledigen. Jetzt wird sie langsam ein bisschen knappig wieder. Obwohl, nee, gar nicht wahr. Alle hier gewesen, okay. Ich will ganz in die Übersorgung rein.
runter da. Geht doch. Das Schlachtfeld gehört dir. Bring es zu Ende. Ja, ich will es auch zu Ende bringen. Aber noch hätten sie noch eine Chance, weil gesagt, da haben sie einen guten Run und dann ist es schon wieder vorbei. Bis jetzt sieht es aber gut aus. Zone C erobert. Für uns jetzt. Powerplay, totale Kontrolle. Da kommt er wieder, denn das war der, den ich gerade abgeschossen hatte vorher. Gut, Revenge. Hat er erstmal direkt Sache geübt hier. Zone B verloren. So, guck mal, jetzt haben unsere ganze Zone alle wieder fast. Oder viele. Jetzt haben sie zwei, jetzt haben sie wieder den Zonenvorteil. Ich bin wieder zum B rüber. Oh, da steht schon einer. Wartet auf mich. Oh, wo ist er? Ja. Was macht der? Das hatte der Vorgab gut. Waren wahrscheinlich zu viele Gegner für ihn. Hat er sich leider ein bisschen verschätzt mit dem Weg in die Freiheit sozusagen. Aber dein Gegner gut. Hat ein Powerplay. Das ist ja doof. Das ist ein Gegner. Nein, ich wollte noch eine verpoolen. Oh nein. So, Leute, holt die Punkte wieder. Was holen die wieder auf? Ich weiß gar nicht, jetzt bis 130 Punkte geht das, glaube ich, oder? Weiß gar nicht genau. Mir ist unsicher leider, sorry dafür. Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Hat ein Spiel schon gehabt, bis zu den Punkten, also bis an mein Gegnerteam sozusagen, oder das Gegnerteam den Punkt erreicht hat. Boah, ging das schnell. Gut. Doppel-KO, kann man auch nichts machen, beziehungsweise wenn man Feuer von beiden gekriegt, da hat er es schnell erledigt. Oh, hinter ist irgendwie, wo ist hier einer? Da, wo ist hier einer? Wo ist der? Oh, hinter mir! Oh. Ja, wenn der, jetzt, guck mal, jetzt holen sie wieder auf, wie man sieht. Ist noch nichts entschieden hier. Ist noch nichts entschieden. Sobald die zwei... Der Feind bereitet sich auf ein Comeback vor. Ja, richtig. Sobald die nämlich zwei Punkte haben und auch nicht einen raushauen, ist das schon sehr schwierig, wenn sie sich gut aufteilen und gute Leute wegschnappen, so wie gleich hier wieder wahrscheinlich. 5 Minuten, Zone C verloren. Der Gegner hat ein Powerplay. Hilft nichts, ich muss erstmal die Zone jetzt einnehmen. Habe ich jetzt noch nicht geschafft. Shit! Oh, holen die auf! Leute, ihr müsst die Punkte einnehmen. Wo seid ihr alle? Kommt schon, Leute. A ein oder was ich was. Ihr müsst die Punkte einnehmen. Ohne das läuft gar nichts. Shit, Mann. Oh Mann, das wird noch krass. Hardcore. Schlag eine neue Zone A erobert. Knapp. Komm, lass mich starten. Ah, super, ist wieder ready. Ist schon mal gut. So, noch einer. So ein Sack. Wo will der hin? Da kamen eben, glaube ich, noch andere Leute ins Team rein hier. Also es sind, glaube ich, nicht die Originalen. Sind, glaube ich, welche rausgegangen, oder? Ich bin nicht ganz sicher. Oh, es ist wieder eine knappe Geschichte hier. Wieder heulen, ey. Oh, jetzt haben wir einen Vorteil. Jetzt haben wir den Zonenvorteil. Mann. Ich sehe gerade irgendwie noch Nüsse in meinem Zimmer durch die Gegend, Alter. Was ist denn los? Weg. Zone B verloren. Oh, jetzt haben wir die Zone verloren. Nein. Noch 3 Minuten. Alle zusammen. Die eisernen Lords. Verpiss dich mit deiner Super. Verloren. Was? Schon wieder in die Zone verloren? Nein, Leute, nein! Dein Feind ist schon. Nein, es gibt es nicht, ey! Taumeln gebracht. Du kannst ein starkes Statement. Ohne Zone läuft nichts. Ich probier's noch, aber schaffen wir es nicht mehr. Und meine Teammates gerade nicht ganz wirklich bei der Sache sind. Ich habe eigentlich bis jetzt gut gespielt, ne? Besser laufen können. Ja,
Okay, bei 125 ist Feierabend, das haben wir auch noch verloren. Ich könnte heulen, könnte ich. Naja, gutes Spiel, trotzdem, ja, so kann es gehen. Wie gesagt, ihr müsst die Punkte einnehmen, man sieht es hier gerade. Anders läuft es nicht. Und wenn ihr am besten im Clan unterwegs seid, dann könnt ihr es besser absprechen. Aber sonst, wie gesagt, habt ihr keine Chance. Oh Mann, ey, schon wieder drittes Spiel am Stück verloren. Ich bin eigentlich würde ich jetzt ganz gerne rumhaten, aber lassen wir mal lieber. Ich zeig kurz, mit was ich gespielt habe, weil an sich war das Spiel gut. Und, ja, so, das sind die Sachen. Läuft schon. Gut, danke fürs Zusehen und Zuhören. Reingehauen und tschüss.